Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Wir müssen momentan schnell ins nächste Gebiet, denn hier möchte man uns gerade vergasen. Die Dingsbums ist gerade aus. Hier die Lüftung. Deswegen. Des Weiteren probiere ich natürlich immer noch so ein bisschen zu kämpfen. Irgendwie muss ich es ja auf die Reihe kriegen. Und unsere Mission lautet aktuell, den Bezwinger der Feuerhöhle zu penetrieren. Das heißt, dass wir nicht mehr weit von ihm entfernt sind. Sowieso nicht, wenn wir uns mal an den Hinweg erinnern. Wobei ich würde schon meinen, dass zwischen Burial und, ich meine, klar, da war ja dann das ganze Schloss Fortuna dazwischen und so weiter. Aber wir gehen ja momentan gerade so ein bisschen andere Wege. Denn man meinte ja, man müsse uns den Weg wieder erschweren, nicht nur dadurch, dass man mir einen anderen Charakter vor die Flinte wirft, der sich komplett anders steuert, sondern auch durch andere Wege, durch viele weitere andere Hindernisse. Gott verdammt, verreckt alle! Hier, erstmal kümmere ich mich um den. So, dann kommen die Schwerter, die ich ja schon, wo ich ja schon beim letzten Mal herausgefunden habe, dass es im Grunde total überflüssig ist, hier die Schwerter zu benutzen. Ich kann sie auch einfach mit der Shotgun umliegen. So, genau. Krieg ich auch schön Lebensenergie von den Viechern. Bams. Nein, nicht auf den zielen. Auf die Schwerter, Mensch. Bam. Bams. Bams. Und zack. Oder der war auch nicht schlecht. Ich muss halt immer dran denken, zwischen Trickser und Schwertmeister hin und her zu wechseln, weil ich ja in der Luft dann nicht diese tolle Kombo machen kann, wenn ich beim Trickser bin. Wenn ich beim Trickser zu Besuch bin, dann geht das nicht. Ich kann nur bei Fred Kekse backen. Wenn ich bei Hans bin, dann kann ich nur mit Bowlingkugeln werfen. Web. Web. Zack. Okay, der war geschafft. Mein Gott, wie viel haben wir denn noch von den Viechern hier? Kommt mir wieder total viel vor. Da ist der Letzte. Das ist der Letzte, das ist der Letzte. Nein, doch nicht. Oh, sie haben mich getrollt. So, jetzt kann ich mich dir widmen. Kann ich nicht. Ich konnte doch irgendwie meine Hand aufladen, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an DMC, Devil May Cry. Wobei sie es ja dann im Grunde auch von hier haben, weil es hier ja zuerst da war. Mit dem. Ja, wir hatten ja in DMC auch. Was waren das? Was waren das für Viecher? Wir hatten auf jeden Fall so eine Handschuhe. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen, was ein bisschen traurig ist. So lange ist das doch gar nicht her, dass ich DMC gespielt habe. Oh, toll, jetzt fängt's wieder an. Das Letzte, was ich auf diesem gottverdammten Planeten brauche. Avamedia. Beziehungsweise brauche ich es ja schon, nur nicht die Fail-Variante. Hier könnte ich ja mal probieren. Moment, muss ich das aktivieren? Vielleicht muss ich auch vorher studieren oder Gegner penetrieren. Ach nee, es ist schon aktiviert. Wir erinnern uns, hier war nämlich so eine blaue Kugel. Und da komme ich jetzt vielleicht besser ran, wenn ich den Seitendash habe. Wie hießen denn die Dinger aus dem DMC-Teil? Ich weiß, dass ich sie. Oh shit. Okay, verkackt. Dass ich sie von diesem Succubus. War das nicht ein Succubus gekriegt habe? Aber wie die Teile hießen, weiß ich nicht mehr. Hm. Das ist schlecht, wenn ich nicht drauf komme. Dann werde ich wieder die ganze Zeit drüber nachdenken. Oh, na. Oh, ja, shit. Ich hatte wieder den. Oh, ich hatte den Schwertmeister drin. Map, map, map. Okay, neuer Versuch. Whoop die fucking do. Ich weiß nicht, ich hab's heute mit dem Wort. Oh shit! Ah, okay, letzter Versuch. Letzter Versuch. Gott, wie hieß das? Wie hieß das? Wie hieß das? Ach egal, das waren auf jeden Fall auch Handschuhe. Whap! Nein, nein! Mach doch den! Ah, okay, vergiss es. Dorn Event nicht. Wir haben ja auch Wichtigeres zu tun, als uns hier mit diesen Gegnern zu widmen. Mit welchen Gegnern? Mit diesen Steinen zu beschäftigen, denn wir müssen ja Burial ausfindig machen. Wobei, ausfindig machen ist vielleicht das falsche Wort. Wir wissen ja, wo er ist. Neuer Kampf, neuer Kampf. Was haben wir denn hier so Tolles? Anfangsgegner. Oh nein, die Inzestbrüder wieder. Okay. Bam, 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 bam. Okay, okay, genau, so genau. Solange sie ungeschützt sind. Solange ihr ungeschützt handelt, ist alles okay. Wow, phänomenal.
liebe diese Attacke. Vor allem diese einfache Combo, diese einfache Attacke sieht cool aus als alles zusammen. Weiß ich, drücke ja im Endeffekt nur nach vorne, Dreieck und R1. Moment. So. Aber sieht, das haut halt auch viel mehr rein, als wenn ich jetzt irgendwie so mache und dann so und so und so und so. Naja, gut. Ja. Ich muss aufhören, mich zu beschweren. Gott verdammt, das ist aber mein Empfinden hier gerade bei dem Spiel. Mich kotzt es halt nur so an, weil die erste Hälfte so phänomenal geil war. Wo geht's denn hier lang? Da, okay, dankeschön. Genau, kommt natürlich hier auch wieder ein Gegner, wahrscheinlich wieder genau dieselben Troller. Troll. Na, wo seid ihr denn? Ich glaube, die haben sich beim letzten Mal genauso viel Zeit gelassen, weil sie mir noch zeigen wollten, wie geil sie fliegen können. Web, ouch! Nein, der Commander ist wieder da. Web! Oh nein. Oh, da habe ich abgewehrt. Gut. So, machen wir den hier. Zack. Bam. Oh, hat er gerade seinen Kollegen penetriert oder war ich das gerade? Habe ich gerade nicht so wirklich gesehen. Web! Beb. Ah, da habe ich gerade ein Secret entdeckt. Genau, das ist ja auch so eine Sache. Wir haben ja auch kein Navi. Also Nero hat wirklich an allen Ecken und Kanten. Gut, vor allem habe ich nicht irgendwie mich so an so einer Stelle beschwert, weil ich so meinte, nee, ich habe mich nicht beschwert. Ich meinte nur, Nero bekommt keine andere Waffe. Dafür ist er aber optimal mit seinem Schwert. Er hat halt einen Arm und er hat halt ein Navi. Und ich meine, seht's mal von der Seite, Leute. Ich beschwere mich nicht über das Spiel an sich. Ich beschwere mich nur über diese Entscheidung, dass man sich dazu entschlossen hat, Dante hier reinzunehmen. Für die zweite Spielhälfte. Das letzte drei Viertel, sag ich jetzt mal. Es ist einfach, nee. Es passt halt meiner Meinung nach irgendwie nicht rein. So sehr ich den guten Kerl hier auch schätze, ich mag seine Art. Ich liebe seine Sprüche. Ich meine, check it out, he's got wings. Aber hier finde ich, ist ja, vielleicht hätten wir doch Gloria nehmen sollen. Ich meine Trish. Jetzt ist es ja raus, es ist ja nicht Gloria. Bäb. Komm, geh kaputt, Mensch. Geh kaputt. Penetrator. Wäh, okay. Vor allem, ich hatte auch die Waffen ein bisschen besser in Erinnerung, ne? Aber das ist halt auch so eine Sache. Da muss man sich halt auch fragen, was hat man lieber? Hat man lieber eine Waffe, mit der man das Atmen ist nicht länger schmerzhaft, das Giftgas scheint nicht in diesem, na gut. Also ich konnte bis jetzt immer gut atmen, aber ja gut. Er meint natürlich Dante. Er redet aber nicht mit mir, also konnte ich es ja nie wissen. Ich konnte ja nicht wissen, dass er Atemprobleme hatte. Ich hätte ihm vielleicht dementsprechend Asthma-Spray gekauft. Asthma. Gott, Azur und Asthma. Hust. Das sind mir auch ein paar Kollegen. Da muss man sich halt auch einfach die Frage stellen, was möchte man lieber? Möchte man lieber eine Waffe haben, die, was weiß ich, 10 Kombos hat? Oder lieber, was haben wir denn hier? Wir haben 1, 2, 3, 4. Oder möchte man lieber 4 Waffen haben? Ich zähle jetzt einfach mal die Schusswaffen nicht mit. Die halt nicht so viel können. Ja, und da bin ich dann noch eher für die Red Queen. Aber gut. Wir sind doch jetzt aber, ach so, ja, verstehe. Wir sind, klar, wir sind ja nicht freiwillig in den Untergrund gegangen. Das war ja quasi durch die, genau, durch die Vernichtung seiner Quelle ist die magische Eid, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das war ja quasi nur, ein Vorwand. Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz bilden soll. Gott verdammt. Wo ist meine Deutschlehre, wenn ich sie brauche? Dieser Sturz nach unten in der Zwischensequenz war ja nur ein Vorwand dafür, dass wir nochmal durch diese dämliche Einrichtung gehen. Weil wenn wir schon Backtracking machen, dann muss man natürlich auch alles mitnehmen. Weil man muss halt auch an die Leute denken, die am liebsten in dem System waren, in dem Tunnelsystem, ne? Die könnten sich ja diskriminiert fühlen, ne? Dann schreiben sie nachher so an Capcom, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich habe mich so auf den Tunnel gefreut und dann habt ihr den einfach ausgelassen, Mensch. Weil vom Grunde her hätten wir auch einfach jetzt, ne? Aber gut, kein Kommentar.
Yugi! Yeah! Die Gegner mag ich. Also sind mal schöne neue Gegner. Wobei ich übrigens gerade überlege, wenn wir nachher den, was heißt nachher? Ich bin mir da noch nicht so sicher, den schweren Modus spielen, ob die Gegner dann noch bei Nino kommen. Weil das war ja auch immer, das war bei, na gut, DMC ist ja wie gesagt eine andere Geschichte, aber da war es ja auch so, dass dann quasi die schweren Gegner auch schon am Anfang kamen. Das wäre cool. Ich würde sehr, sehr gerne sehen, wie Nero die penetriert. Ja, das wäre toll. Die mag ich hier, weil sie sind auch nicht so schwer. Sie sind natürlich wieder flink, die Säcke, aber schießen im Grunde nur. Ja, machen sie ja nicht. Also kann ich mich hier wieder schön entspannen und ein bisschen mein Selbstvertrauen aufbauen, indem ich die penetriere. Bam. Ich habe eigentlich die Uhrzeit gar nicht erwähnt, ne? 11.20 Uhr. Ja, was... Ich habe mich ja im Grunde... was heißt... ich kann heute wieder nicht reden. Vorhin habe ich ja so die Andeutung gemacht von wegen... ja, okay. Ist ja bald vorbei. Aber im Grunde spiele ich ja auch schon wieder 2-3 Stunden, ne? Die Zeit, sie vergeht so schnell. Ich wünschte, es wäre immer so. Ja, müsste ich halt nur immer Let's Plays machen, dann... wäre das quasi immer so. Geht jetzt in die Videobeschreibung, um diesen Traum zu verwirklichen. Gottverdammt. Ah ja. Vor allem, ja, wie ich ja schon meinte, es lag dann wahrscheinlich an den Gegnern. Im Grunde ist das Gebiet wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht so eisig. Die Dämonen waren halt schuld. Ja, irgendjemand muss ja auch Schuld haben. Ich war es ausnahmsweise mal nicht. Hallöchen, Doggy! Yay! Yeah. Autsch, 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 Autsch. Feuerbälle, Team. Weh! Bäh, Moment, ich könnte mal... Ne, okay, vergiss es. Ich mache einfach irgendwas. Web. Am besten irgendwas, was auch trifft. Dann nehme ich halt den hier. Ich passe mich einfach eurer Geschwindigkeit an. Web, 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 web. Vor allem, wenn ich das so sehe, habe ich ja jetzt ein bisschen Schiss gegen Agnus zu kämpfen. Also, das ist ja jetzt hier nicht wirklich so ein krasser Spoiler, dass wir gegen den nochmal kämpfen. Wir wollen ja schließlich unser Schwert wieder haben, ne? Habe ich ja gar nicht erwähnt, aber muss ich wahrscheinlich auch gar nicht erwähnen. Im dritten Teil hat dieses Schwert natürlich auch eine spezielle Rolle gehabt. Weil Virgil ja das Tor zu Unterwelt öffnen wollte. Warum wollte er das eigentlich nochmal machen? Er wollte Macht haben, ne? Ja klar, was denn sonst? Er ist ja nicht in die Unterwelt gegangen, um sich Chips zu kaufen. Höllische Chips! Die schärfsten auf dem Planeten. Naja, nicht auf unserem Planeten, aber auf deren Planeten. Wobei, es ist ja derselbe Planet, nur ist es halt die Unterwelt. Gottverdammt. Oder? Ja, klar, sonst würde sie ja nicht Unterwelt heißen, sondern hätte einen eigenen Namen, oder nicht? Wie, reden wir hier von einer Parallel... Ich meine, da gibt es ja wieder verschiedene... toll, das war ja mal ein extremer Avamedia-Aufhänger. Da gibt es ja verschiedene Interpretationen. Die Hölle... So, ja. Die Hölle kann... Man kann die Hölle verschieden interpretieren. Manche würden sagen, sie ist unter der Erde. Manche sagen, es ist ein Paralleluniversum. Sorry für den komischen Cut. Und zwar ist jetzt gerade Folgendes passiert. Ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Und Fraps hat sich einfach ausgeschalten. Und ich dachte die ganze Zeit, ich nehme auf. Ist nicht viel passiert. Wir sind durch diesen Tunnel gegangen, den wir ja schon gesehen haben. Haben nur den... Ja, da kam noch nicht mal Gegner. Und ich habe jetzt die Zwischensequenz, die er jetzt nicht aufgenommen hat, einfach rangehangen. Und jetzt kämpfen wir quasi gegen Barrier. Entschuldigung. Das war gerade, das war auch neu für mich.
meine, hey, ich hatte immerhin noch 100 GB, aber das mal, da macht meine Festplatte dann anscheinend nicht mit. Wenn ich unter 100 bin, dann kriege ich aufs Maul. Gut, dann werden wir jetzt mal gegen Barrier kämpfen. Der ja ziemlich gechillt gerade ist. Ich überlege die ganze Zeit. Ich habe ja jetzt, muss jetzt erstmal wieder Platz schaffen. Ich habe gerade überlegt, ob das dasselbe Lied ist, was wir bei Nero hatten. Oder ob die Bosse dann quasi für jeden Kampf noch ein extra Lied haben. Gott verdammt. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ich dachte, ich hätte noch so viel zum Löschen, aber dabei war das gar nicht so viel. Lep, dit, dit. Oh, au, 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 au. Okay, okay. Ich sollte mal das hier probieren. Nein, nicht mit der Schrot. Das hier. Bam! Oh yeah! Das war natürlich wahrscheinlich gerade nur so Zufall, dass ihm jetzt die Kerzen ausgegangen sind. Er ist ja im Grunde eine Riesenkerze für mich. Okay, okay, aua, aua, da kommt er da. Warte, 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 lass mich ran, lass mich ran. Lass mich mal an dich ran, genau. Beste Kombi. Die Gilgamesh, also die Dinger hier mit der Teufelsform. Oh yeah, das zieht, das zieht. Das ist halt auch so diese Sache, ich glaube, habe ich ja schon mal gesagt. Dante ist halt langsamer, aber er haut halt mehr rein. Dann machen wir dasselbe jetzt nochmal. Möglichst ohne getroffen zu werden. Bam! Autsch! Ich habe gesagt, ohne getroffen zu werden. Oh nein, 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 nein. Bam! 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 Okay, das hält auch nicht so lange, leider. Bam! Bam! Und zack! Nein! Trickser und Schwertmeister! Trickser, Schwertmeister! Nein, doch nicht mit den Handschuhen! Habe ich wieder die falsche Waffe drin gehabt. Komm schon, geh nochmal aus. Geh doch nochmal bitte aus. Oh, je, je. Den möchte ich jetzt noch plättern. Autsch! Gott verdammt, du. Bam! Nein, nein, oh, ich bin so blöd. Und da lade ich mich auch nicht auf. Jetzt darf ich ihn nochmal penetrieren. Na, wenigstens habe ich meine Seelen gekriegt. Ha. Lustig. Genau, ja, toll. Dann kann ich das Ganze ja nochmal Revue passieren lassen. Ich habe auch geschaut, ob es da irgendwo so eine Möglichkeit gibt, vom letzten Checkpoint aus starten. Aber das geht ja nicht, wenn ich nicht... Das geht nur halt, wenn ich verrecke, logischerweise. Also, ja, ihr kennt das ja. Wir haben das ja schon gesehen. Wir sind da runter, sind dann... Also, von da oben sind dann die runter und dann waren wir quasi schon da. Passiert halt, ne? Kann ich nicht ändern. Aber was ich auf jeden Fall ändern kann, ist vielleicht mein Kampfstil. Einen Stern habe ich ja noch, der sollte erreichen. Dann kann ich ja im Grunde die Zwischensequenz jetzt nochmal zeigen. Ja, das wäre bescheuert. Ich werde die schon irgendwie reinmachen. Will mich ja nicht komplett überfordern, hoffe ich doch mal. So, Trickser, Schwertmeister, Trickser, Schwertmeister. Genau so. So will ich das sehen. Ohne Schaden zu nehmen. Es hat sich gereimt. Hoch mit dir. Er kann, genau, er kann ja. Moment, das will ich mal testen. Die Zeit muss ich mir nehmen. Okay, hier geht's nicht, aber klar, er kann ja damit auch Wände hochlaufen, ne? Irgendwie sowas. Jawohl, jawohl. Und jetzt krieg ich dich, jetzt krieg ich dich. Ja, komm. Geh down. Geh down, Motherfucker, geh down. Jawohl. Ja, dann setzen wir vielleicht noch den Penetrator. Nein, für den Penetrator habe ich keine Zeit. Dann immer rauf da. Okay, jetzt muss ich weg. Web. Oh nein, dankeschön, Hava Media, du Arschloch. Ich verstehe diese Karte nicht, Mensch. Der hat doch jetzt so lange gehalten. Verarscht mich doch alle nicht. Immer wenn ich glaube, es wird besser, wird immer alles schlechter. Nicht nur im Let's Play. Web. Komm schon, jetzt. Penetrator. Okay. Komm schon, jawohl. Jetzt gehst du aus und verreckst. Komm. Komm schon. Dankeschön, mein Gott, ey. You surpass my abilities. How shameful. You can stay and die. Or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once and will not do so again. That's a letdown. I was hoping for a bit more than just a few sparks.
satisfied. You are set free. Don't look so big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Oh, war das nicht schön? Und da klingt auch das Handy. Eine sehr interessante Waffe, wie ich finde, Lucifer. Das war ja auch, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. Supernatural, Lucifer, war da nicht was? Ja gut, der kam bestimmt noch woanders vor. Auf jeden Fall irgendwas Teuflisches. Diese höllische Waffe ruft eine endlose Zahl explodierender Klingen herbei, die drohend in der Luft schweben. Eine sehr interessante Waffe, wie ich finde. Vielleicht kann mir die ja jetzt ein bisschen zum Sieg verhelfen. Genau, einfache Kombo. Ach klar, und die Rose hat er die ganze Zeit im Maul, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Im Grunde war das ja auch, im dritten Teil so. Man hatte ja auch viele Waffen und wenig Kombos, aber ich weiß nicht, mir gefällt das irgendwie so besser, dass man sich auf eine Waffe konzentriert und dann wirklich alles mit ihr machen kann. Aber gut, bringen wir es hinter uns. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wo muss ich jetzt wieder lang? Das Problem hatte ich doch schon mal. Naja gut, wo ich lang muss, sehe ich dann in der nächsten Folge und werdet ihr dann dementsprechend auch in der nächsten Folge sehen bei Let's Play Devil May Cry 4. Bis dahin habt ihr natürlich wieder mal die Möglichkeit, in die Videobeschreibung zu gehen, dort dafür zu sorgen, dass ich vielleicht besser mit meinen Waffen umgehen kann. Wer weiß, vielleicht bringt das ja was. Und dann werden wir in der nächsten Folge zurück in die Stadt gehen, den Erlöser penetrieren. Okay, vorher müssen wir noch Agnus penetrieren. Spoiler. Und dann knöpfen wir uns den Erlöser vor. Und dann weiß ich auch nicht. Dann gehen wir alle nach Hause. Na gut, wir sind ja im Grunde schon alle nach Hause. Es sei denn, ihr schaut euch dieses Let's Play hier in der Internet-Cafeteria an. Im Internet-Café, ne? Na gut, ist ja im Grunde dasselbe. Ja, jeder wie er mag halt, ne? Vielleicht schaut ihr das auch bei McDonald's oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, schlechte Kombos und schlechte Witze und schlechte Sätze mit dem Pechvogel Ravon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.